lange Zeit, anderthalb Jahre, war ja die einzige Frage, kommt der neue Bond ins Kino oder kommt er nicht ins Kino? Und jetzt ist er da. James, das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Ich habe ihn gestern Abend gesehen und war doch angetan. Denn man kriegt natürlich das, was man von jedem Bond-Film erwarten kann, auch von einem, der von Cary Fukunaga gedreht ist, der bisher ja nicht mit großen Actionfilmen aufgefallen ist. Wo ist 007? Aber es geht vor allen Dingen darum, endgültig festzuzurren, wer dieser Bond eigentlich geworden ist in der Verkörperung von Daniel Craig. Und da hat sich doch eine ganze Menge getan, was man unter anderem daran sieht, wie er mit Frauen umgeht. Warum sollte ich dich verraten? Wir haben alle unsere Geheimnisse. James Bond ist im Ruhestand, das ist die Ausgangsposition. Er sitzt in Jamaica, auf Jamaica besser gesagt, segelt und angelt, trägt wieder diese herrlichen Oliver Brown Swimshorts und fängt große Fische. Und sein alter Freund Felix Leiter von der CIA versucht, ihn aus diesem Ruhestand herauszuholen, weil ein Wissenschaftler verschwunden ist, den sie ganz, ganz dringend wiederfinden müssen und die CIA alleine nicht so genau weiß, wie sie das machen soll. Gleichzeitig kommt aber auch eine Agentin des MI6, des ehemaligen Arbeitgebers von Bond, nach Jamaica, um an ihn dasselbe Anliegen zu richten. Und diese Frau überragt Daniel Craig bei, ich würde mal sagen, ungefähr um anderthalb Kopf und trägt eine wunderbare Perücke mit so Zöpfen und Braids und so und nimmt ihn mit auf ihrer Vespa. Das ist ein tolles Bild und als sie bei ihm dann im Schlafzimmer steht und ihre Perücke abnimmt, sagt er einen von diesen ranzigen Sprüchen, die Bond immer so drauf hatte früher, als die Frauen noch Bond-Girl hießen, und sagt er, das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe, dass sie als erstes ausziehen. Woraufhin sie ihm einen derartig mitleidigen Blick zuwirft, dass man schon sieht, diese ganze Szene ist eigentlich nur fürs Archiv, dass klar ist, so war es mal, so sind die Verhältnisse nicht mehr. Diese Frau, die nun im Rest des Films ohne Perücke zugange ist, hat auch eine Nummer, nämlich 007. Sie ist diejenige, die Bond bei MI6 nachfolgt und ihm nichts nachsteht. Sie haben eine neue Doppel-Null-Agentin, eine entwaffnende junge Frau. Klar, dass Sie auf ihn geschossen haben. Eine fantastische Frau, gespielt von Lashana Lynch. Und ich hatte gehofft, dass das vielleicht die Nachfolgerin wird von Daniel Craig. Aber wir haben ja alle schon von Barbara Broccoli gehört, nein, Bond bleibt ein Mann. Und so muss es dann vielleicht auch sein. Aber in diesem Film gibt es eben eine Figur, 007, von der MI6 und das ist eine Frau. Es gibt weitere Frauen. Es gibt nämlich eine, die ganz wahnsinnig auf Bond Girl macht. Ziemlich am Anfang bei einem Fest in Havanna. Sie sind zu spät. Wollen wir? Ana de Armas heißt sie und man würde eigentlich wie in jedem Film, in dem sie vorkommt, denkt man, ach, könnten wir bitte ein bisschen mehr von ihr sehen? Aber leider, wenn das Fest vorbei ist, verabschiedet sie sich und auch Bond. Aber sie landen nicht im Bett. Das ist auch etwas, was in früheren Filmen bestimmt passiert wäre, aber jetzt in diesem eben nicht mehr, weil Daniel Craigs Bond eben nicht mehr dieser Supersexist ist, der er eben früher immer war und was so ungeheuerlich ermüdend war. Jetzt ist er ernst stattdessen. Er hat eine Geschichte, das wissen wir ja seit Skyfall, also eine Familiengeschichte. Und er hat so eine Ahnung davon, dass auch in ihm eine Seele schlummert, die möglicherweise zu retten sei. Und auch darum geht es in diesem, dem letzten James Bond mit Daniel Craig. Sie liebt dich immer noch. Wusstest du das? Was ist? Du weißt nicht, worum es geht. Gehört sie zu denen? Ich kenne sie überhaupt nicht. Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird es dann tot sein? Es ist natürlich weiterhin großes Spektakelkino und nur für solche Menschen gemacht, die auch diese Art des Kinos mögen.
ich gehöre dazu, wenn es nicht gar zu doof ist. Und das ist nicht der Fall. Also man kann es guten Gewissens gucken. Wer was zu lachen sucht, allerdings, wie das in früheren Bonds ja gewesen sein soll, ich fand die nie lustig, aber es gibt ja viele Menschen, die fanden die so ironisch und so. Das ist eine Eigenschaft, die ist Bond in der Verkörperung durch Daniel Craig dann doch abhanden gekommen.